Auto und Rallycross auf Mediasport mit Airpower Autosportartikel aus Belgien, Emming Motorentechnik, Walter Holzleitner Gleisbau, Peters Autosport, Autosportshop Luxemburg. Die Junior Buggies werden präsentiert von Fast and Speed. Servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde. Da sind wir noch einmal. Die Europameisterschaft ist zu Ende. Tschechische Meisterschaft ist durch. Und was kommt da? Natürlich die treuen Seelen hier von Mediasport. Die wissen das längst. Der Bernhard Cup in Humpolek bildet den Saisonabschluss der Autocrosser. Schönes Wetter, wie immer top vorbereitete Strecke. Ganz, ganz viele tolle Interviews auch von EM-Fahrern. Und ich kann einiges versprechen, wir beginnen mit den Touring Cars, mit den Tags. Und da wissen wir ja, wer das Auto mit der 232 fährt. Das ist der junge Russe Matvej Furaschkin. Und der fühlt sich pudelwohl mit diesem Teil. Dieses Samohil-Auto, Martin Samohil, der ja ein bisschen kürzer treten will. Das hat er uns im letzten Magazin gesagt. Und jetzt kommt der junge Russe und zeigt mal, das sage ich jetzt ein bisschen böse, was mit diesem Auto so alles möglich ist, wenn da ein richtiger Rennfahrer hinter dem Volant sitzt. Entschuldigung, Martin Samohil. Aber ich glaube, der Matvej Furaschkin, das könnte einer werden. Das könnte eine Riesenüberraschung für das nächste Jahr werden und auch einer, der sich mit den Etablierten hier anlegt. Genauso wie mit Jan Brožek, der eine gute Saison hatte in diesem Jahr und seine Saison hier abschließt beim Bernhard Cup mit Platz 2. Matvej Furaschkin geht hier locker ans Überrunden und gewinnt dieses Rennen. It's a great start, great beginning for the next season. Ja, und er sagt, das ist praktisch der Beginn einer tollen Saison 2019. Ich hoffe, dass ich mit den Großen mitfighten kann. Und schauen wir mal. Er freut sich drauf und ich glaube, man kann es ihm ansehen. Jetzt hat er endlich ein Auto, mit dem er mal zeigen kann, was er wirklich so kann. Die Junior Buggies waren auch dabei. Ja, und das ist Erwins Grenches. Und er sagt, ja, jetzt sind wir hier in Humpolek. Das ist eine tolle Organisation. Ich bin hier eingeladen worden. Das Wetter ist toll. Und heute startet mit dem Junior Buggy von Jus mein zweiter Sohn Christian. Das ist das erste Mal, dass er überhaupt ein Rennen fährt und sein Speed ist total klasse. Also ich hoffe, dass er nächstes Jahr mit einem neuen Junior Buggy starten kann. Und jetzt kommt's, denn mein Sohn Jus wird genau wie ich einen Super Buggy fahren in der Europameisterschaft. Und zwar ein baugleiches Auto, so wie ich es auch habe. Und ja, da freuen wir uns doch alle. Und der Erwins Grenches, der sagt das nicht einfach nur so. Der meint das weiß Gott ernst. Und ich denke mal, das Budget ist da auch vorhanden. Über 2018 sagte er, das war ein großartiges Jahr. Das war eine tolle Saison mit vielen tollen Autos. Und ich glaube, da waren auch ein paar ganz, ganz schnelle Autos dabei. Also bis Prerov, muss ich sagen, war es auch für mich eine tolle Saison. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Und ja, in Ungarn hatte ich dann wirklich final Probleme mit dem Motor und nach Majora war ich dann Zweiter. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist für mich ein gutes Ergebnis, sagt er. Ich nehme ihm das nicht ab. Das sag ich Ihnen jetzt mal so unter uns, denn der Aufwand, den er betrieben hat, der war enorm und die Aggressivität, mit der er zu Werke gegangen ist, war ebenfalls enorm. Gut, ein zweiter Platz in dieser Meisterschaft ist natürlich toll, das ist klasse, keine Frage, aber ich glaube, er hat sich das schon ein bisschen mehr vorgestellt. Also sind wir mal gespannt. Dreimal Grenches in der Europameisterschaft im nächsten Jahr, Fragezeichen. Das wäre auf jeden Fall eine Riesennummer, aber dann geht es schon langsam in Richtung professionelles Rennteam, denn drei Autos auf dem Niveau betreust du nicht einfach nur so wie ein Amateur. Kümmern wir uns dann um die nächste Klasse, das sind die Junior Buggies. Jakub Nowotny fährt hier vorne vorweg in den Alpha Racing Farben. Daniel Pütlün, der ganz, ganz junge Tscheche dahinterher. Und dann in diesem Moment der Christian Grenches
aber der wird dann am Ende nur Vierter, weil der Josef Swosch, der fährt noch auf Platz 3 hier auf dieser tollen Strecke. Und hier werden auch die Junior Buggies richtig schnell. Das kann man auch sehen. Toll vorbereitet. Wenn ich mich noch erinnere, als wir so vor 5, 6, 7 Jahren mal hier vom Bernhard Cup oder von der tschechischen Meisterschaft in Humpolek berichtet haben, da war die Strecke nicht in so guten Conditions, wie sie das jetzt ist. Da sehen wir es. Der junge Grenchis, der beißt auch ganz, ganz ordentlich. Ja, der lässt sich nicht so einfach überholen. Und dass der noch nie ein Rennen gefahren hat oder selten im Rennwagen gesessen hat, also das nehme ich dem Papa auch nicht ab. Man weiß ja, dass sie im Winter auch immer auf einer eigenen Strecke auf dem zugefrorenen See trainieren, die Grenches, Jungs und Mädels vielleicht. Und deshalb warten wir mal ab, wie gut vorbereitet sie alle im nächsten Jahr da sind. Jakub Nowotny spricht von der großartigen Saison. Die beste in meinem Leben, wie er sagt. Ich bin europäischer Champ und genauso tschechischer Meister. Heute war ein toller Tag und ich sage nochmal vielen, vielen Dank an mein Team und alle meine Fans. So, wir gehen eine Stufe weiter, die Buggy 1600. Da geht es ein bisschen schneller zu und wir haben hier für Tschechien erstaunlich auch ein ordentliches Starterfeld beisammen. Und das ist der Europameister, der jetzt sagt, ja, nach 2017 habe ich gesagt, das ist die beste Saison in meinem Leben und in meiner Karriere in Humpolek. Tja, 2018 kann ich das Gleiche sagen. Ich bin genau wie 2017 europäischer Meister und tschechischer Meister. Toll, großartig. Vielen, vielen Dank an meinen Vater und mein Team. Ich weiß allerdings noch nicht genau, ob ich in der 1600er bleibe oder ob ich vielleicht doch zu den Superbuggies gehe. Da ranken sich schon ein paar Gerüchte darum, dass er genau in die andere Richtung entwickeln will, wie das alle anderen machen. Alle anderen werden schwerer, größer, leistungsstärker und ich glaube, er wird mit was ganz Leichtem kommen. Wit Nosalek, den kennen wir ja auch noch. Der sagt, in diesem Jahr bin ich nur bei 3 Rennen gestartet, nämlich hier in Přerov und in Nova Baka. Ich weiß überhaupt noch nicht, was im nächsten Jahr so sein wird mit mir. Ich glaube nicht, dass ich im Autocross bleibe, aber wir werden sehen, was passiert. Er fährt ja einen Turek-Rahmen und Peter Turek soll über den Winter 1 oder 2 neue Rahmen bauen für die Europameisterschaft, aber es weiß keiner so recht für wen. Das werden wir aber mit Sicherheit noch rausbekommen. Da ist ein alter Bekannter, Igor Vlasati. Der hat auch einen neuen, niegelnagelneuen Turek-Rahmen mit einem Nissan-Motor. Und der sagt, ja, jetzt ist ein großer Erfolg, dass das Auto erstmal fertig ist. Das muss ich jetzt mal sagen. Das ist also ein Chassis von Peter Turek und mit einem Aluminium-Motor, mit einem Automotor 1600. Der Motor ist 20 Kilo leichter geworden und an dem Auto sind viele neue Dinge verbaut. Nächstes Jahr werde ich mit diesem Auto einige Rennen zur Europameisterschaft fahren und wir werden sehen, wie stark ich dann bin. Mir geht es nur darum, dass ich Spaß habe auf den Rennen. Ich möchte das Leben genießen und das Leben auf den Crossstrecken natürlich man sowieso. So, dann Start zum Finale. Vlasati steht da in der ersten Reihe neben Warneck und Nikodem. Das sind ja die beiden, um die es auch so geht in diesem Jahr. Und ich glaube, der macht einen ganz guten Job. Leider ist ihm das Gas hängen geblieben in der ersten Kurve. Aber das kann bei so einem neuen Auto natürlich absolut passieren. Aber sei es drum. Vorne dann die alten Verdächtigen, die typischen, üblichen Verdächtigen mit Milan Warneck und Peter Nikodem. Diesmal sieht es dann doch so aus, als wenn der Alpha Racing-Mann Milan Warneck mit dem Werksauto, was ja von Ladislav Hanak vorbereitet wird, dann ganz gut unterwegs sein sollte. Waren übrigens auch ein paar Österreicher da, Patrick Kolm und Ewald Müllner, die da auch ganz munter mitmischen. Patrick Kolm wird sogar Vierter. Und hier nimmt uns Peter Nikodem mit. Aber er kann hier auf dieser Strecke dem Milan Warneck nicht so ganz folgen, seinem tschechischen Lieblingsgegner. Denn der hat da offensichtlich ein paar Probleme. Aber sei es drum. Also hier geht es ja um nichts mehr. Einfach um Spaß, um ein gutes Gefühl mitzunehmen in den Winter. Und Milan Warneck, dem wird das gut tun, hier auch mal als Erster, denn er gewinnt dieses Rennen, oben auf dem Treppchen zu stehen. Michael Patrick im Suzuki Hayabusa fängt da ein bisschen Feuer. Naja, der Winter ist lang, aber mein Lieber, da wirst du eine Menge
wieder aufbauen müssen, nämlich Komplettsanierung ist da angesagt. Wichtig ist, ihm ist nichts passiert. Und so sieht das Treppchen aus. Vanek, Nikodem und Andris Kulikowskis, den kennen wir auch noch aus der Europameisterschaft, steht ebenfalls mit auf dem Treppchen. Vanek sagt, diese Saison war nicht ganz so gut, aber das ist natürlich ein schönes Ende dieses Jahres. Am Start war ich schneller als Petter und ich habe das Rennen gewonnen und ich habe ihn noch nicht mal mehr im Rückspiegel gesehen. Also vielen Dank für dieses toll vorbereitete Rennen. Das ist eine super Organisation hier. Ich komme immer gerne her. So, gehen wir weiter zu den Super Buggies. Auch da richtig volle Hütte. Schauen Sie sich das mal an, was da los ist. Also die tschechische Autocross-Meisterschaft bei den Superbuggies ist sensationell. So, Jakub Kubicek spricht von einer guten Saison in der tschechischen Meisterschaft. Ist er Zweiter, in Europa Fünfter und hofft natürlich, dass das besser wird im nächsten Jahr. Er hatte das Problem am Matschenberg, dass sein 4-Liter-Motor kaputt gegangen ist und danach ist er nur noch mit einem 3-Liter gefahren. Der neue Motor, also der 4-Liter, war dann zurück in Frankreich und Maggiore. Und danach war ich wieder bei der Musik, danach war alles okay. Der neue Motor ist so powerful und mein Speed damit ist absolut der Hammer. Das macht richtig Spaß. Bert Soma hat einen tollen 4-Liter V6 Ford-Motor gebaut. Vielen Dank dafür. Aber wir werden sehen, was das nächste Jahr so bringt. So, und da sehen wir das Radek Jordak-Auto, aber diesmal fährt der Erbauer dieses Autos, nämlich Ladislav Hanak, mit dem Fahrzeug. Der möchte mal wieder Rennluft schnuppern. Hier sieht er aus, immer noch tipptopp in Schuss, der Gute mit neuem Fahreranzug. Der sagt, ja, ich bin mit dem Auto von Jordak unterwegs, nachdem ich 4 Jahre nicht im Buggy gesessen habe. Vor 2 Jahren bin ich mal in Pscherow das Auto von Smirsch gefahren, aber das war nur ein Test. Also mit meinem Speed bin ich ganz zufrieden, aber ich fühle das Auto noch nicht zu 100%. Außerdem ist Autocross doch ein bisschen anders als vor 5 Jahren. Und ja, du brauchst auch ein bisschen mehr Power und dieser 2,5 Liter ist, so wie er sagt, nicht ganz so powerful, also hat ganz nicht so viel Leistung. 3 Liter werden vielleicht besser, aber das ist völlig okay. Das Auto ist super und ich möchte dieses Rennen einfach genießen und Spaß haben und wir werden sehen, wie das im Finale wird. Denn da treffe ich das erste Mal in meinem Leben auf Jakub Kubicek und da wollen wir mal gucken, was passiert. Ja, da hat er sich schon einen Namen erarbeitet, der Jakub Kubicek, über die vielen Jahre. Willi Albers war auch da. Und der freut sich des Lebens, na klar. Das ist gut, super. Wetter ist gut, gut Publikum. Und, ja. Du weißt, ich liebe hier die Strecke. Gestern Abend ein bisschen Alkohol getrunken und heute Morgen wieder. Und jetzt das Auto, das neue Gearbox von Jan Sik. Das neue System Shifting. So, working good. What do you think about the level of Czech Championship and of races in Czech? Ja, mein Problem ist, ich fahre nur hier, nur diese Strecke. Einmal, ich habe noch ein paar Mal gefahren. Ich denke, dass das Niveau ist gut, gute Fahrer. Und ja, ich komme hier in Europa auch immer dieselbe ein bisschen. Hier sind ein paar andere dabei und sind alles in guter Fahrer. Dus ja, ich denke, das Niveau ist gut. Totally, your season 2018, good or not good? Nein, no good. Aber ich habe ein neues Auto, habe viel an Auto geändert und ich denke, dass langsam wird immer besser. Ich hatte viele Probleme damit und auch elektronische Probleme. Und ich hoffe, dass dass heute keine Probleme habe und dann weiß ich für nächste Saison, was ich mache. Jetzt weiß ich noch nicht. Next year you will be with this car or something new will be? Nein, ich denke dieses Auto. Ich denke, das ist praktisch selbe Auto als von Hossek. Klein bisschen andere Hinteraufhängung, aber der Rest ist praktisch selbe. Und ja. Ja, ja, ist schon klar, Willi. Genau, dasselbe Auto. Das lassen wir da mal so stehen. Ne? So. Okay, Roman Keschka ebenfalls mit dabei. Und dann haben wir gleich jemanden am Mikro. Jetzt aber erstmal Roman Keschka.
der ja, der sagt also, ich bin Dritter in der Meisterschaft und das war irgendwie ein verrücktes Jahr für mich. Letztes Rennen bin ich disqualifiziert worden. Ich denke, das war nicht richtig, aber okay, kein Problem. Ich liebe diesen Sport, ich liebe Autocross und ich möchte die Rennen genießen und ich denke an die guten Dinge. Mein Tatra-Motor wird immer besser und besser und im nächsten Jahr werde ich noch schneller sein und ich hoffe, dass ich dann ein richtig gutes Konzept beisammen habe. Viel besser als noch in diesem Jahr. So, und das wollte ich gerade eben sagen. Jetzt haben wir einen am Mikro, den wir schon lange nicht mehr dabei hatten. Jaromír Stettina mit dem Audi Turbo. Er sagt, gut, das ist das Finale hier in Humpolek. Es ist eine tolle Organisation, tolle Leute hier. Und das Wetter spielt auch mit. Also ich gebe mein Bestes, ich gebe alles, aber es ist so schwer, mit den anderen zu kämpfen. Ich habe wieder mal Probleme mit dem Motor. Ich hoffe, ich finde das alles irgendwann mal. Alles geht halt eben ums Geld, wie immer. Aber ich bin froh und glücklich, und dass ich auch mit den jungen Fahrern hier kämpfen kann. Tomáš Havránek, der ist auch glücklich mit seiner Saison. Im letzten Jahr war er 8., in diesem Jahr 11., aber ist kein Problem für ihn. Er will auch Spaß haben, und er sagt auch, das Level in dieser Meisterschaft ist mittlerweile sehr, sehr hoch. Die Hälfte der Fahrer starten in der europäischen Meisterschaft, und so ist es sehr schwer für ihn, da überhaupt mitzuhalten. Er gebraucht also einen Turbomotor. Er sagt selber, vielleicht wäre ich mit einem Saugmotor sogar ein bisschen schneller. Aber Turbomotoren sind für richtige Männer. Die Power ist unglaublich. Natürlich mit einem Augenzwinkern, ist ja klar. So, richtig was los hier, allenthalben auf der Strecke. Ja, und einer darf nicht fehlen, Jaroslav Hošek. Ja, in dieser Saison bin ich 8. geworden. Ja, 18. in Europa, 8. in Tschechien. Das ist nicht gut, aber ist auch nicht so schlecht. Also ich merke deutlich, dass das Level in dieser Meisterschaft immer höher wird. Und da sind viele, viele verrückte Fahrer und ganz viele schnelle Autos. Also ich habe in diesem Jahr 2 Autos gebaut und gebraucht. Einen Nissan 3,5 und einen Ford Turbo von Kellegem. Beide Autos sind total gut. Gut, aber ich weiß noch nicht, welches Auto ich im nächsten Jahr nutzen werde. Liebe Zuschauer, ich weiß es schon, denn ich weiß, eins wird er auf jeden Fall nicht mehr nutzen. Aber dazu dann im Winter vielleicht ein bisschen mehr. So, Start zum Finale, und Hanák setzt sich im Jordak-Auto in Führung. Dahinter, das müsste dann der Willi Albers auch irgendwo sein. So, und jetzt filmt Ladislav Hanák aus dem Jordak-Auto seinen direkten Gegner, der alles versucht, rechts und links, und das über die ganze Zeit. Da musst du entweder deine Spiegel einklappen oder das irgendwie ausschalten. Aber er benimmt sich, der Jakub Kubicek, denn ich glaube, den Ladislav Hanák, da traut er sich nicht irgendeine Aktion. Und Hanák bleibt auch voll auf dem Gas. Gucken Sie sich mal diesen Fight an, das ist unglaublich. Willi Albers legt sich derweil mal wieder richtig ab. Uiuiui, aber da ist nichts passiert. Ich kann alle beruhigen, alles gut gegangen. Da geht es nur um das Material. Restart, und wieder ist Hanák vorne. Und da ist auch Tomáš Komdjakov dahinter, der ja im nächsten Jahr in die Europameisterschaft einsteigen möchte. Ich weiß auch schon, mit welchem Auto und mit welchem Motor, aber ich sag's Ihnen mal noch nicht. Kubicek absolut am Limit, vielleicht überfährt er das Auto hier sogar wieder ein bisschen. Und das ist gut für Ladislav Hanák, der kann Meter um Meter da mal gut machen. Aber in diesen Ecken, wo du vom Gefühl her schon ein bisschen lupst, da tritt er nochmal richtig durch. Und da kommt er dann doch wieder ran. Also das ist ein Fight auf Augenhöhe, auf Biegen und Brechen. Und ich habe es eben schon mal angedeutet. Hier traut er sich keine wilde Aktion. Der Jakub Kubicek, das ist Ladislav Hanák. Das ist auch eine Art Nationalheld in Tschechien. Und den räumst du nicht weg. Also das macht man sowieso nicht. Aber bei Hanák schon mal überhaupt dreimal nicht. Und er wehrt sich aber auch seine Haut. Und er hat eben gesagt, der 2,5 Liter Volvo von Emming, der ist nicht powerful genug, der hat nicht genug Leistung. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Da kann er ganz gut mithalten. So, Komjakov auf eine sicheren 3 im Hošek-Buggy. Dahinter David Horák im dicken BMW V8. Ja, und da beschleunigt er ganz gut heraus, der Ladislav Hanák, und gewinnt dann hier auch den Bernhard Cup, schüttelt sein Haupt ein wenig, kann es gar nicht so recht glauben, was da passiert ist. Zweiter wird Jakub Kubicek.
Ja, und da freuen sie sich alle. Eine harte Saison ist vorbei. Ja, und dann spricht er natürlich auch drüber. Das war ein tolles Finale und ein toller Tag. Mein Start war ein bisschen besser, aber danach gebe ich zu, dass Jakub Kubicek ein bisschen schneller war. Aber der war sehr fair und wir haben keinen Kontakt gehabt. Nach vielen Jahren im Autocross weiß ich natürlich, welche Linie ich fahren muss, dass man mich nicht überholen kann. Aber vielen, vielen Dank an Jakob für dieses faire Rennen. Und da kommt er und sagt nochmal, hast Glück gehabt, Freundchen. Heute war ich mal gnädig. So, Kubicek spricht auch von einem großartigen Rennen. Er hat am Start halt verloren. Danach war ich ganz nah hinter ihm, aber keine Chance. Heute habe ich alles dran gesetzt, sie auch noch zu gewinnen, aber es war halt nicht möglich. Also vielen Dank für Ladislav Hanák für so ein großartiges Finale, sagt er. Ja, und Ladislav Hanák fährt mit seinem kleinen Sohn zurück ins Fahrerlager. Das ist das letzte Tableau des Jahres. Hanák, Kubicek, Komjakov, Horak auf 4. Tja, liebe Zuschauer, das war's vom Bernhard Cup. Das war's dann auch vom Autocross in diesem Jahr. Wir werden uns ein bisschen was überlegen, was wir Ihnen im Winter präsentieren können. Es sind ein paar gute Ideen da. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss, Ciao und Bye, Bye. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Andreas Flasser. Auto und Rallycross auf Mediasport mit Airpower Autosportartikel aus Belgien, Emming Motorentechnik, Walter Holzleitner Gleisbau, Peters Autosport, Autosportshop Luxemburg. Die Junior Buggies werden präsentiert von Fast and Speed.